Schönen guten Abend. Mein Name ist Walter Bayer. Ich bin Koordinator des Transform Europe Networks. Ich komme aus Österreich, bin Ökonom und habe die Ehre und ich nehme auch an das Vergnügen, die erste Veranstaltung dieser Konferenz moderieren zu dürfen. Ich glaube, diese Konferenz ist in mehrerer Hinsicht ein bemerkenswertes Ereignis. Sie ist deswegen bemerkenswert, weil sie zu einem sehr speziellen historischen Zeitpunkt stattfindet. Über die spezielle Lage in Griechenland wird in diesen drei Tagen viel zu hören sein. Aber natürlich ist das auch ein sehr spezieller Moment für Europa. Europa steht an einem Wendepunkt und die Linke in Europa ist aufgerufen, zu den Entwicklungen Stellung zu nehmen und den Entwicklungen ihren Charakter aufzuprägen. Und dazu gehört eben auch den Anspruch zu erheben, Verantwortung in regierender Position anzunehmen. Die Konferenz ist auch deswegen bemerkenswert, weil sie Fragen stellt. Es sind also die Fragezeichen, die uns interessieren. Und es ist gleichzeitig so, dass wir versuchen wollen, die griechische und die europäische politische Realität in einen Zusammenhang zu bringen, uns zu fragen, was die europäische Linke beitragen kann zu einer linken Entwicklung in Griechenland, aber umgekehrt auch zu fragen, was ein Durchbruch, ein demokratischer und sozialer Durchbruch in Griechenland beitragen kann zu einer qualitativen Veränderung der Realität in Europa. Und da Europa nicht allein auf der Welt existiert, obwohl viele der führenden Kräfte so agieren, als wäre das der Fall, ist ein wichtiger Gesichtspunkt dieser Konferenz, die Fenster zu öffnen zu anderen Regionen der Welt und einen globalen Dialog zu beginnen. Ich habe nun die Aufgabe, Ihnen die Panelisten dieser ersten Veranstaltung vorzustellen. Das ist von mir aus gesehen ganz rechts, von Ihnen aus gesehen ganz links, Yannis Dragasakis. Er ist im Programm bescheiden als Mitglied des Parlaments von Syriza vorgestellt. Tatsächlich ist er auch Vizepräsident des Parlaments. Ganz links von mir aus gesehen Makis Kouzelis, Professor für politische Wissenschaften an der Universität von Athen. Ich freue mich ganz besonders, zu meiner rechten Seite Leo Panitsch begrüßen zu können. Leo Panitsch ist nicht nur Herausgeber des Socialist Registers, sondern er ist auch ein sehr bekannter Politikwissenschaftler, Universität der York University of Toronto und ist aus Kanada angereist für unsere Konferenz. Und schließlich zu meiner Linken Anne Korsika aus Slowenien, ein Forscher auf der Universität von Ljubljana. Ich glaube, die Voraussetzungen für eine sehr angeregte Diskussion über die Beziehung von Demokratie und sozialer Veränderung sind mit diesem Panel gegeben und ich möchte den Panelisten nun in folgender Reihenfolge das Wort geben. Ich werde mit Professor Kouzelis beginnen, nach ihm Professor Panitsch das Wort geben, dann Anne Korsika und abschließend Yannis Dragasakis. Wir rechnen damit, dass die einleitenden Beiträge etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen werden. Wenn das der Fall ist, bleibt in etwa 40 Minuten Zeit für Diskussion, Kommentare oder Anfragen an die Panelisten und abschließend werde ich dann das Wort noch einmal den Panelisten zu abschließenden Statements geben. Und da ich annehme, dass diese Vorgangsweise Ihre Zustimmung findet, können wir formlos damit beginnen und ich ersuche Professor Kouzelis um seine Einleitung.